Deswegen ein herzliches Hallo an Eike, Finn, Karl, Pascal und Emil von der Ersten Hilfe. Also, stellt euch vor, ihr habt euch in den Finger geschnitten und wisst nicht, was ihr tun sollt. Dafür haben wir versucht, eine App zu entwickeln, die euch einen Leitfaden bei medizinischen Zwischenfällen und die Möglichkeit, einen Notruf abzusetzen, bietet. Außerdem sollte sie möglichst einfach zu bedienen sein. Um die Bedienung zu demonstrieren, machen wir jetzt einmal das Beispiel mit dem in den Finger geschnitten weiter. Als erstes muss man dann antworten, ob man einen Notruf oder Hilfe braucht. Da wir uns in den Finger geschnitten haben, brauchen wir Hilfe. Danach kommt die Frage nach ungefähren Verletzungen, also ob es zum Beispiel eine offene Wunde ist oder ob es jetzt was mit den Muskeln zu tun hat. Weil es ein Schnitt ist, gehen wir zu offenen Wunden und Schnittwunden. Danach müssen wir sagen, ob sie klein, mittel, groß oder groß ist. Wir gehen jetzt davon aus, dass sie mittel ist. Und danach haben wir schon ein Verhalten, was dann besagt, dass wir sie versorgen sollen, indem wir sie einmal putzen und dann verbinden. Ah, wie komme ich raus? Egal. Natürlich haben wir uns das jetzt auch nicht nur für ein Beispiel überlegt, sondern wir haben eine Riesenliste angelegt mit verschiedenen Dingen, zu denen wir eben Lösungen bieten. Also haben wir eben eine Notizendatei mit eben zum offenen Wunden, haben wir hier zu sämtlichen Szenarien Informationen im Internet gesammelt, was verschiedene Handlungswege eben wären, bei Verbrennungen, Muskelverletzungen, Knochen, Bewusstlosigkeit und so weiter. Aber kommen wir jetzt noch zum zweiten Teil der App, nämlich der Notrufhilfe. Da ist eben auch nochmal so, dass wir eben nochmal einen Notrufabteil in der App haben, wo nochmal die beiden Nummern hinterlegt sind, 110 und 112, und ein kleiner Leitfaden für einen Notruf mit den Fragen eben wo, wer, was, wie viel und dass man warten sollte am Ende. Nochmal mit kleinen Stichpunkten dazu, also kleine Hilfen zum Beispiel bei wo, dass man eben nach Hausnummern sucht oder wenn sowas nicht vorhanden ist, irgendwie schaut, ob Spielplätze, Läden, Restaurants oder sonst was in der Nähe sind. Genau, aber wie das jetzt in der App aussieht, zeigen euch Pascal und Emil. Also so sieht das Ganze dann in der App aus. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel wie vorhin auf Helfen drückt, dann kommt man zu der Frage, was es für eine Verletzung ist. Wenn man dann auf offene Wunden drückt, wird wieder die Frage gestellt, wie groß die Wunde ist. Wenn man dann auf mittelgroß drückt, bekommt man hier den Text, wie man dann handeln sollte. Das Ganze sieht im Quelltext dann so aus. Wir haben uns dazu entschieden, einfach mehrere Konstanten zu machen, die dann die Frage anzeigt. Die erste wäre das jetzt hier. Und die zweite Konstante zeigt dann die verschiedenen Antwortmöglichkeiten an, die man dann entsprechend auswählen kann, um weiterzukommen. Und noch eine Konstante, die dann den Text als Text anzeigt. Und die Texte haben wir dann in einem JSON-Format abgespeichert. Ja, genau. Also noch ganz kurz zur Programmiersprache. Wir haben uns überlegt, dass wir die ganze App in React Native programmieren. Das war zwar neu für uns, jedoch hat es eben den Vorteil, dass man es sowohl auf Android als auch auf iOS benutzen kann. Und dann mussten wir natürlich noch die ganzen Daten, die wir gesammelt haben, zu den medizinischen Zwischenfällen irgendwo abspeichern. Dazu haben wir uns dann das Datenformat JSON überlegt, weil es eine relativ einfache Möglichkeit für uns geboten hat, eben die Daten und Fragen strukturiert aufzuschreiben. Wir haben das Ganze in zwei Gruppen unterteilt. Also ganz oben sieht man den Abschnitt Questions.
Unten drunter gibt es noch einen Abschnitt Text. Da ist eben unterteilt, ob es jetzt eine Frage ist oder ein Text. Und jedes Element hat quasi eine bestimmte Zahl, also eine ID, wo wir es dann feststellen können, welche Frage das jetzt ist. Und unten drunter steht dann die Antworten und die Links, die dann eben auf die weiteren Fragen verweisen. So. Ja, das war unsere Präsentation über die erste Hilfe-App. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank euch. Bin ich gemutet? Nee. Perfekt. Und ich finde es echt erstaunlich, wie schnell man innerhalb von einem Tag oder wie viel man innerhalb von einem Tag lernen kann. Also die Gruppe kam hier hin und konnte wirklich kein React, hat noch nie App-Entwicklung, zumindest nicht Cross-Plattform gemacht. Und das ist am Ende rausgekommen. Ich finde, das ist schon ziemlich erstaunlich, was man bei Jugendhack so alles lernt.